Willkommen zurück. Heute trainiere ich mir das Jahr vor der Aufnahme ab. Das ist ganz toll. Denn wir haben jetzt ein neues Jahr und dann kann man mal so richtig schlechte Sprüche reißen. Oh Gott, nein, lieber nicht. Bitte hör auf damit. Sofort. Danke. Warum wir heute springen? Schleichen, verdammt, weiß ich auch nicht. Ich weiß nur, dass wir noch unten zwei Quests abgeben konnten und noch Smods Truhe. Von Gorlash im Schlingendorn Cup bekommen wir den. Die, weiß ich auch nicht. Ja, heute war auch wieder, ich erzähle einfach mal ein bisschen was. Heute war wieder ein ganz, ganz toller Tag. Ich bin irgendwie um Viertel nach vier aufgestanden, also morgens. Ist auch erst 10.48 Uhr erst. Demnach schon total spät eigentlich. Und ja, das war total super. Boah, ich nehme jetzt hier echt voll früh auf. Also voll viele sind noch gar nicht, also die meisten sind, kaum jemand ist online. Und ich warte die ganze Zeit, dass irgendwas passiert und habe nichts zu tun. Ich habe die ganze Zeit Far Cry gezockt. Ja, also natürlich nicht, weil das ist ja ab 18. Deshalb natürlich nicht. War jetzt halt nur gelogen, um cool zu wirken. Nee, also ich habe halt Far Cry gezockt und bin halt so früh aufgestanden. Warum? Ja, wahrscheinlich, weil ich gestern so verdammt müde war, dann so früh schlafen gegangen bin. Warum liegen hier zwei so Teile direkt nebeneinander? Ich glaube, die nehme ich mit. So, dann nehmen wir hier wieder unser Super-Equipment. Special-Angel-Equipment. Und ich angle darin. Und, oh, das ist praktisch. Gut, dann hätte ich den jetzt normalerweise noch suchen müssen. Anscheinend. Dann kann ich den jetzt so umkloppen. Gut, hier wieder unsere Special Skills mit Buff und so einem Kram. Hier, komm, zack. 358 Schaden reingedonnert. Worüber könnte ich denn heute so reden? Ich könnte darüber reden, wie lächerlich ich das finde, obwohl ich es selbst gemacht habe. Ich weiß auch nicht warum. Dass die ganzen Leute einfach bei Facebook posten, zum Beispiel frohes neues Jahr, frohe Ostern, frohes Weihnachtsfest und wie extrem unpersönlich und gelogen das einfach ist, dass mich das ein bisschen ankotzt. Und zwar ist es ja halt so, das kennt bestimmt jeder, man guckt Facebook an, also man geht auf Facebook, was weiß ich, am Weihnachtstag oder so. Und alle schreiben so, oh mein Gott, ich wünsche euch ein wunderschönes Weihnachtsfest. Und das wünscht man seinen vielleicht paar Freunden, die man dann wirklich bei Facebook hat, die man auch wirklich mag und denen man dann, also das jetzt nicht, aber denen man wirklich das dann so wünschen würde. Das dann aber so irgendwie auch wieder vertut, indem man halt nur so einen Blödsinn dahin schreibt. Und sonst halt eigentlich den totalen Randoms. Klar, die hat man vielleicht mal im Real Life mal gesehen oder mal mit denen gesprochen. Aber wünscht denen natürlich trotzdem ein wunderschönes Fest. Oh mein Gott, ich bin ja so excited. Ja, ich bin ja so her tutorial. Ja, auf jeden Fall. Ich bin... Wie hießen die... Pfosten? Nein. Ich werde jetzt nicht beleidigt werden. Wie hießen die... Fans von her tutorial? Wie haben die sich genannt? Salaminatoren oder so. Ich weiß es gerade nicht. Wenn ihr ein Salaminator seid, dann schreibt doch mal rein, wie der Blödsinn heißt. Doch, ich denke mal, das ist Saminator. Müsste, könnte hinkommen. So heißt der Typ ja in echt auch. Und der ist jetzt auch irgendwie total groß am Rauskommen. Ja, und wird jetzt überall bekannt, wird überall gefeiert. Ja, das vielleicht eher weniger, aber... Halt zum Beispiel beim... Wie heißt das? Oh Gott, ich kann das alles nur durch meine Schwester. Wie heißt das? Komet? Nee, Komet war das nicht, glaube ich. Wie heißt das denn, was irgendwie total oft stattfindet und wo immer so diese RTL... Ja, okay, sag ich jetzt einfach Spasten. Weitere Beleidigungen sparen wir uns jetzt mal. Aber ich denke, ihr könntet meine Meinung zu den RTL-Sendungen... Könnt ihr euch selber denken, dass ich da nicht so gut drauf anzusprechen bin. Erst recht nicht nach der Gamer-Aktion und dem ganzen Scheiß, der da läuft. Natürlich, es gibt auch normale, coole Sendungen da, aber die
haben halt weniger mit RTL zu tun, sondern eher mit dem Hersteller der, oder Produzenten der Serie. Und jetzt gehe ich doch wieder drauf ein, ich weiß auch nicht warum. Und ursprünglich war ich ja bei Editorial, wie ist das denn jetzt? Boah, ist hier viel. The Dome heißt das, The Dome. Das englische TH ist so schlecht auszusprechen. Ja, The Dome. Mal kurz, kriege ich hier die ganze Zeit eigentlich... Ja, angeln wird ständig verbessert sich ständig. Alter, sprechen ist aber auch um die Uhrzeit wohl noch nicht so ganz so möglich, sage ich mal. Von daher war es echt eine super Idee, jetzt hier ein Let's Play aufzunehmen. Ja, aber irgendwann muss man das ja mal machen, wenn man so einen engen Zeitplan hat wie ich im Aufnehmen und eigentlich nur extrem wenig aufnehmen muss, aber ja, sich irgendwie nicht dazu überredet bekommt, aufzunehmen und denkt, ach ja, das mache ich gleich. Und dann ist es auf einmal, was weiß ich, 16 Uhr und dann muss man ja noch rendern und so. Das Spaßigste am Aufnehmen oder generell am Let's Player sein ist ja das Rendern, bei dem man einfach nichts mehr im Hintergrund machen kann. Also zumindest kriege ich das mit meinem PC nicht hin, weil es dann entweder laggt und das den Spielspaß deutlich senkt oder das Video dann sogar Probleme hat, ein Blackscreen drin hat oder sowas. Und das wollen wir ja nicht, zumindest will ich das nicht. Ob ihr das so toll fänden würdet, wohl kaum. Denn Blackscreen ist extrem scheiße. Auch wenn man dann, wenn man nicht wirklich was verpasst, hat man trotzdem das Gefühl, dass man was verpasst, weil man halt nicht weiß, was man verpasst. Und man geht ja immer vom Schlimmsten aus und ich muss hier gerade schlimm viel angeln. Schlimm viel, oh, das ist aber auch ein ganz, ganz tolles Wort. Und warum habe ich nur noch 50 FPS? Müssten das nicht normal 60 sein? Na gut, mein Computer ist auch nicht mehr so der aktuellste. Ich glaube, ich habe den jetzt 2 Jahre. Ich kann ja mal kurz aufzählen, was ich so darüber weiß. Es ist eine... Die Grafikkarte ist eine GTX 460. Meiner Meinung nach, ja, das ist die... Moment. So, sorry, da bin ich wieder. Wieder der beliebte Besuch. Der ist aber echt nur da, wenn ich aufnehme. Das ist doch total paradox. Das heißt, wenn ich irgendwie... Wenn ich das nächste Mal mir was zu trinken holen will oder so, aber keine Lust habe, mir was zu trinken zu holen, sondern halt nur was zu trinken haben will, dann nehme ich einfach kurz auf. Und dann kommt bestimmt jemand vorbei und bringt mir was. Das oder... Kommt halt jemand, dem ich dann sagen kann, dass er mir was zu trinken zu holen hat. Ja, das klappt bestimmt. Darauf geht bestimmt jemand ein. Ganz sicherlich nicht. Darauf würde ich wahrscheinlich auch nicht eingehen, wenn mir jemand sagen würde, was ich zu tun habe. So, wo waren wir stehen geblieben? Ich glaube, bei meinen Computer-Specs. Das ist dann nochmal eine... Ich glaube, ein 4-Kern-Prozessor, ich weiß es gerade nicht. Dann noch 12 GB Arbeitsspeicher. Ja, mehr fällt mir gerade auch nicht dazu ein. Ich weiß gar nicht, worauf ich jetzt noch eingehen könnte. Auf Far Cry könnte ich noch eingehen, wie ich das bis jetzt so finde. An sich ganz gut. Ein paar Sachen sind mir jetzt aufgefallen. Also die jetzt noch nicht so, also eine Sache hauptsächlich, die jetzt noch nicht so gut geklappt hat. Und zwar habe ich eine Mission. Das könnte jetzt ein bisschen spoilern. Frage ich. Ne, ich mache das spoilerfrei. Da muss ich halt... Warum leckt es jetzt so? Hallo? Was soll das? Ernsthaft, hör auf zu laggen. Verdammt! Warum leckst du? Warum rappst du? Ernsthaft, hör auf zu laggen. 25 FPS nur. Alter. Moment. Geht's jetzt wieder? Nö, auch nicht. Moment. Okay, wenn ich nicht aufnehme, besteht das Problem nicht. Das ist total toll. Ja gut, dann würde ich sagen, ich schau mal eben, woran das liegt. Und wir sehen uns in der...